zu einem neuen Video von mir. Ich war gestern mal kurz ein wenig durch die Geschäfte stöbern, also nicht wirklich shoppen, denn es gibt nichts Neues, aber ich war im Teddy, weil ich auf der Suche war nach so Kellnerplöcken, denn ich wollte etwas basteln und da wollte ich Kellnerplöcke mir kaufen. Und gefunden habe ich dann diese hier. Das sind nicht wirklich Kellnerblöcke, aber ich werde sie, vor allem, ich verstehe die Logik nicht. Ne? Wenn ich das jetzt hier so aufklappe, dann muss ich das Blatt hier nach unten hin abreißen. Ja. Wäre doch sinnvoller, wenn es da oben fest gewesen wäre. Und naja, ja, da waren jetzt zwei Stück drin in einem Paket für 1 Euro. Und ich denke, ich werde das dann hier rausnehmen und nur diese Blöcke verwenden. Was ich damit anstellen möchte, das zeige ich euch dann in einem weiteren Video, das ich euch dann abdrehe, sobald ich soweit bin. Und was ich eigentlich dann durch Zufall entdeckt habe, das waren diese kleinen süßen Mini-Euro-Paletten. Ja, und da bin ich dann ja so ein bisschen auf das Video von der Alex von Pinselschere und Co. gekommen, denn sie hat aus diesen Mini-Euro-Paletten, die ja eigentlich Glasuntersetzer sein sollen, hat sie so Fotohalter draus gebastelt. Oder ja, Fotohalter, sage ich jetzt mal. Und sie hat das Ganze ja, ich glaube, im Internet bestellt und da sind hier noch diese Eurozeichen drauf und die Paletten, also diese Balken sind auch näher beieinander. Als ich ihr Video gesehen hatte, wollte ich sowas auch gerne basteln, aber ich wollte halt diese Paletten nicht im Internet extra bestellen und dachte, okay, kann man irgendwann mal noch machen. Und jetzt habe ich sie eben bei Teddy entdeckt und da waren in einem Paket 4 Paletten für 3 Euro. Ja, da dachte ich, komm, die 4 hole ich jetzt einfach mal mit und bastel dann daraus mal meine Variante eines Fotohalters. Denn Alex hatte diese Halterung für diesen Fotohalter festgeschraubt. Mit Akkuschrauber und Vorbohren und so weiter und so fort. Und das wollte ich eben nicht machen. Ich hatte mir nämlich dann überlegt, das geht doch sicherlich auch anders. Es gibt doch garantiert auch eine andere Möglichkeit, wie man hier so einen Halter festmachen kann für Fotos. Und dann, als ich im Teddy war und so durch diese Regale gestöbert bin, habe ich dann diese Mini-Holzklammern entdeckt. Das sind 48 Stück. Ich glaube für 2 Euro. Das Preisschild ist ja nicht mehr dran. Und dann dachte ich mir, okay, dann kann man doch sicherlich das Ganze hier festmachen und festkleben und hat dann auch seinen Fotohalter. Ganz kurz, da sind 48 Stück drin, das heißt, ihr könntet damit auch 2 Adventskalender basteln. Ja, kleiner Tipp. Ich werde meinen dieses Jahr von Stampin' Up basteln, den habe ich mir schon bestellt und mein Paket, wenn ich Glück habe, kommt es morgen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, zurück zu dem Fotohalter. Also, meine Idee war dann, so eine Klammer hier festkleben mit Heißkleber, das sollte ja halten, und das Ganze dann auszudekorieren. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Also bitte nicht falsch verstehen, ich finde das Video von Alex super. Ich finde auch ihre Ideen super. Also was sie überhaupt für Ideen hat, Wahnsinn, ja. Nur ich wollte halt diese Variante anders machen und ich zeige euch einfach mal, wie ich das gemacht habe. Mein Prototyp, sage ich jetzt mal, ist dieser hier. Denn ich wollte unbedingt das Papier von Love from Lizzie noch verwenden. Da habe ich noch ein kleines bisschen Designerpapierrest. Und ich finde einfach dieses Stempelset, das ist der Wahnsinn. Also das wird bei mir sicherlich nie ausziehen.
Denn das ist dieses Two-Step-Stempelset, mit dem man eben diese Art von Stempel stempeln kann. Also man kann das entweder zweifarbig stempeln oder so wie hier erst stempeln und im Nachhinein embossen. Ihr habt ja mein 10-Karten-Video von Lissy schon gesehen oder zumindest die meisten. Wer es nicht gesehen hat, dem verlinke ich das hier oben noch bei dem i, dann schaut euch das gerne an. Da habe ich das nämlich auch gemacht und das ist so toll. Sinnvoll ist es allerdings, das muss ich dazu sagen, wenn man dieses Stempelset hat, dass man da eine Stempelhilfe verwendet, denn sonst glaube ich nicht, dass man das richtig übereinander stempeln kann. Manche treffen vielleicht, ich treffe nicht. Ich habe da die Stempelhilfe verwendet. Ja, und dann habe ich hier noch so ein Diamant embossed und auf Watercolor-Papier, also Aquarellpapier, embossed und dann eben ausgemalt mit Stempelfarbe und einem Wassertankpinsel und hier in Kupfer noch so ein Herz ausgestanzt. Das sind ja diese Stanzschablonen, die hier im Kit dabei waren und auch die Herzen. Und das ist jetzt mein Bilderrahmen und ich zeige euch mal kurz, wie das dann aussieht, wenn man da ein Foto reinmacht. Das ist ein Polaroid, das da sieht man mich und meine Tochter. Meine Tochter habe ich abgeklebt. Aber bitte nicht wundern, das ist ein Foto, das wurde nach einer sehr harten Nacht gemacht. Und wir waren dann noch auf dem Kindergeburtstag, also ich war ziemlich durch. Ja, und meine Idee war dann einfach, das hier so rein zu klemmen. Auch ein bisschen schräg. Und ich habe hier das Jahr extra nicht festgeklebt, also nur hier vorne, damit man eben das Foto noch so hier drunter stecken kann. Und das war jetzt so meine Idee für diesen Bilderhalter und das kommt bei uns in den Flur. Und jetzt wollte ich mit euch gemeinsam noch einen zweiten basteln, damit ihr eben ungefähr seht, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich hier nochmal so eine Palette und ich habe hier das Papier. Und für alle, die gerne wissen wollen, wo ich das oder was für ein Papier das ist, das zeige ich euch mal. Das ist aus diesem Block hier von DCWV. Den habe ich schon länger. Und da sind nur solche Papiere drin. In so einem rosa Ton oder beziehungsweise hier so ein zarter mit Glitzer Muster. Also auch toll für Explosionsboxen. Dann hier so ein Rosé-Glitzer, Kupfer und dann halt noch so ein Kupferglitzer. Und das hier ist auch total cool. Ich habe es nur noch nicht wirklich verwendet. Ja, und das habe ich eben ganz viel auch bei meinen 10 Karten verwendet. Und jetzt kommt es nochmal zum Einsatz. Ich habe mir hier das Ganze nicht ausgeschnitten, sondern ausgestanzt. Ich habe so rechteckige Stanzschablonen. Und ja, diese Größe passt hier exakt hier drauf. Und ich habe das, wie gesagt, festgeklebt. Also ich möchte das auch dann da drauf lassen. Ich denke, ich werde mir dann demnächst nochmal beim Teddy ein paar von diesen kaufen und dann werde ich bei uns im Flur, da ist nämlich noch nichts an den Wänden und unser Flur ist sehr lang und dann kann ich nämlich damit einfach das Ganze im Flur aufhängen und den Flur damit gestalten mit Fotos von meiner Tochter. So, die vom Urlaub habe ich nämlich noch nicht entwickeln lassen, die Fotos. Das muss ich erst noch machen. Das mache ich ja, ich mache das ja online und lasse mir die dann zuschicken. Und ja, habe ich noch nicht gemacht. Wir sind ja auch gerade mal eine Woche zu Hause, ne? Genau. Also, das ist das erste Papier, das ich aufklebe. Dann hatte ich noch ein
Stück von diesem Papier. Das war dieser spezielle Cardstock von Lizzie. Den habe ich ebenfalls ausgestanzt. Und habe noch das hier und das Papier. Das war so cool. Und das ist mein letzter Rest. Schade. Aber das nächste Kit kommt ja schon bald wieder raus. Und da freue ich mich schon drauf, was es da gibt in dem Kit. Und diesmal werde ich es mir direkt bestellen. So wie eigentlich immer, sobald ich dann das Release sehe von dem Kit, sitze ich da und warte, dass es im Online-Shop online kommt und ich dann bestellen kann. So habe ich mir das dann gedacht, dass ich das hier so übereinander klebe und das dann hier drauf. Ja, machen wir das einfach mal. Da das Glitzerpapier ist, brauche ich doch noch ein bisschen mehr Kleber, damit das auch wirklich gut hält. So sieht das aus. Oh, das gefällt mir so gut, ne? Und das passt so super toll zu dem Holz. Und was wollte ich noch? Ach so, ja, die Klammer muss ich natürlich noch drauf bringen. Aufkleben. Und als Foto nehme ich das von meiner Tochter. Und das war in der Kur, als wir in Mutter-Kind-Kur waren. Das ist auch schon 2 Jahre her. Und ich wollte eben, falsch, das Foto dann auf diesen Cardstock aufkleben, sodass das auch noch so einen kleinen Rand hat. Aber wirklich nur einen mini kleinen Rand. Diesen Cardstock habe ich hier verwendet. Kann das mal kurz trocknen. Und genau, jetzt noch die Klammer anbringen. Ich muss erstmal gucken, dass das hier alles richtig gut klebt. Und wenn man hier von hier vorne guckt, also wenn das so liegt, dann sehe ich, dass hier vorne in der Mitte dieser Balken ist. Und dann weiß ich, aha, das ist ungefähr die Mitte. Und so klebe ich dann die Klammer hier auf. Also mit Heißkleber. Ich muss jetzt nur mal einen neuen Stick hier reinmachen. Da braucht es auch gar nicht so viel Heißkleber. Das geht relativ schnell. Habe hier jetzt ein bisschen Heißkleber und klebe das dann einfach nur. Ich werde es jetzt aber mit Absicht nebendran kleben. Also ein bisschen weiter links. Weil sonst das, ich denke nicht, dass das gut hält, wenn das da drauf ist. Und dann festkleben. Und jetzt klebt das schon. Und ihr habt hier die Halterung für das Foto. Sieht halt anders aus und wen das auch nicht stört, dass da so eine Klammer dran ist. Also ich finde das eigentlich ganz cool. Okay, dann wollte ich das Foto so hier reinmachen. Vielleicht auch mal gerade. Ich mal schauen, wie es gut geht. So. Und als Deko habe ich mir einmal ein Smile ausgestanzt aus diesem dunklen Karton und aus diesem Kupfer. Und das wollte ich dann so übereinander layern und hier unten festkleben. Das mache ich jetzt einfach mal.
Wo bringe ich es denn an? Ich denke hier. Ich mache das ja super gerne, wenn ich da so ein Wort habe als Stanzschablone, dass ich das dann zweifach ausstanze und dann übereinander klebe, damit das so einen Schatten hat sozusagen. So, Klebereste entfernen. So sieht das Ganze dann aus. Und wir können das auch schon festkleben. Ich hoffe, das hält gut, weil das ja dieses Glitzerpapier hier ist im Unter auf dem auf der Palette. Testen wir einfach. Und ich habe mit Absicht den Spruch Smile gewählt, weil sie da so komisch guckt. Und diesen Blick, den hat sie richtig gut drauf, auch immer noch. So, lass mich in Ruhe, muss das Foto jetzt sein. So. Sieht gut aus. Und als Deko habe ich mir auch noch so drei so Herzchen ausgestanzt. Das ist auch eine Stanzschablone aus dem Set. Ich zeige euch die einfach alle mal. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, das Unboxing. Also hier haben wir das Smile. Dann diese drei Herzchen. Und hier noch das Herz, das hier dabei ist. Und das hier ist ja hier Be Shine, Be Pride, Be You. Das fand ich hier nur ein bisschen zu groß dafür. Und ich habe mir überlegt, vielleicht noch so ein paar Pailletten hier anzubringen. Denn da sind ja auch welche in Kupfer dabei. Jetzt brauche ich nur irgendwie eine kleine Schachtel am besten. Oder geht das auch so? Geht auch so. Dann einmal hier unten die Pailletten. Und dieses Tool hier, das nutze ich super gerne für sowas, denn man kann damit ganz einfach die Pailletten aufnehmen und auf seinen Projekten aufkleben. Kann ich nur empfehlen. Meiner ist ja von Stampin' Up. Und da ist ja noch mehr dabei. Da kann man ja hier hinten diese Aufsätze wechseln. Da habt ihr einmal so eine kleinere Kugel, eine dickere Kugel zum Falzen. Ein Piekser ist noch dabei und eine Spatel. Und jetzt gibt es ja auch noch diese Bürste, womit man dann filigrane Stanzteile ausbürsten kann. Als Aufsatz extra. Also wer diesen haben möchte, meldet sich einfach bei mir. Bestelle ich dann gerne für euch. Und dann mache ich hier noch zwei so Herzchen hin. Auch dafür sehr praktisch. Ich habe übrigens auch noch ein paar Herbst-Winter-Kataloge, die neuen. Wer also einen haben möchte, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich lasse die euch kostenlos zukommen. Vor kurzem hatte ich auch eine Kataloganfrage aus dem Ausland. Geht natürlich auch. Allerdings habe ich sie da per PDF-Datei hingeschickt. Zum einen geht es schneller und zum anderen ist es
von den Versandkosten her wesentlich günstiger. Habe ich nämlich keine. So. Viel mehr wollte ich da jetzt auch gar nicht dekorieren. Es ging ja auch hauptsächlich darum, wie ich das Ganze gebastelt habe. Und ihr könnt das Foto dann auch, man kann es auch weiter hier links platzieren. Ich finde, es ist nämlich auch nicht schlimm, wenn das Foto ein bisschen drüber rausragt. Es ist einfach mal etwas anderes im Vergleich zu einem ganz normalen Bilderrahmen. Und ich finde diese Idee echt super. Da hat sich die Alex von Pinselschere und Co. was ganz, ganz Tolles ausgedacht. Und ich habe eben einfach nur eine andere Variante euch jetzt gezeigt, wie ihr eure Fotos festkleben könnt. Ja, ihr Lieben, das war meine Idee für den heutigen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich immer über eure Kommentare und habt viel Spaß beim Nachbasteln. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.